Kianush. Mies recherchiert, Fragezeichen. Das ist der deutsche Rapper Kianush. Bester Mann. Wurde sehr bekannt durch ein Video, in dem er sagt, dass die Erde flach sei. Warte mal ganz kurz. Kianush wurde nicht bekannt wegen diesem Interview. Was denkst du, warum ich Kianush eingeladen habe? Der Bruder war vorher schon bekannt. Der Bruder hat Goldplatten. Der ist einer der krassesten Rapper in Deutschland, meiner Meinung nach. Kommen die mir mit, der wurde bekannt durch das Interview oder ist deswegen krass bekannt und so. Das ist schon Fake News. Da kann man eigentlich den Laden schon wieder ausmachen, so. Weil viele sagen ja, fuck the system, mach alles kaputt. Aber die denken halt nicht weiter. Guck mal, der blendet mein Treppenhaus-Video ein, Digga. Ich küsse sein Herz. Danke für die Promo, Bro. Was meint ihr, warum es immer die gleichen Fressen sind, wenn es um alternative Erklärungsmodelle geht? Weil der Bruder hat auch guten Hate in seinem Herzen, ne? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Kianush. Mies recherchiert? Fragezeichen. Von Franz Pöckler, dem Jutsten. Der hat auch ein Video über mich gemacht und jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe mir gerade eine Reaction reingezogen und dann war ich hier auf meiner Startseite unterwegs und dann habe ich dieses Video hier gesehen. Ich kenne das nicht, ich habe das mir nie reingezogen, aber Kianush ist auf jeden Fall ein Bruder von mir. Liebe geht raus an Kianush auf jeden Fall. Und dann dachte ich mir, gucken wir nochmal, was der Franz, der Jutste, über den Bruder hier erzählt hat und was wir da so für einen Senf zu abgeben könnten. Community hat gesagt, geh da rein, guck dir die ersten 5 Minuten an, guck, wie sie es anfühlt und dann entscheide, ob du weiterguckst und genau das werden wir jetzt tun. Ich liebe euch, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und checkt auf jeden Fall Kianush ab, Digga, bester Mann. Ich liebe den Typen. So, wir gehen rein. Peter geht los, Digi. Und los. Das Letzte, was ein Fakt sieht, bevor er ignoriert wird. Die mit ihren Fakten immer, ne? Wo ist deine Quelle? Aber Wissenschaft hat so und so gesagt. Jetzt habe ich schon 8-mal Stopp gemacht bei 7 Sekunden. Ich sehe schon die Kommentare. Das ist der deutsche Rapper Kianush. Bester Mann. Wurde sehr bekannt durch ein Video, in dem er sagt, dass die Erde flach sei. Hier seht ihr diesen Ausschnitt. Die Theorie, dass die... Warte mal ganz kurz. Kianush wurde nicht bekannt wegen diesem Interview. Was denkst du, warum ich Kianush eingeladen habe? Der Bruder war vorher schon bekannt. Der Bruder hat Goldplatten. Verstehst du, wie ich meine? Der ist einer der krassesten Rapper in Deutschland, meiner Meinung nach. Kommen die mir mit, der wurde bekannt durch das Interview oder ist deswegen krass bekannt und so. Was labert ihr alle? Das ist schon Fake News. Da kann man eigentlich den Laden schon wieder ausmachen, so. Einfach irgendwie irgendwas erzählen. Rund, das gibt es auch circa seit 300-400 Jahren. Und genau seit 300-400 Jahren gibt es diese Großfamilien wie Rothschild und so. Schon merkwürdiger Zufall. Was Kianush sagt, ist Blödsinn. Ein starkes Argument dafür, dass die Erde nicht flach ist, ist... Warte mal kurz, du hast noch, bevor er Blödsinn erzählt hat, hast du Blödsinn erzählt. Oder nicht? Beruhig dich. Nee, Bruder. So redet man nicht über meine Brüder. Da wird der Lovelock auch ein bisschen emotional, Digga. Verteidigungsmodus, Bruder. Sache, dass wir bei bestimmten Bedingungen Kurven auf der Erdoberfläche beobachten können. Zum Beispiel können wir auf großen Gewässern wie Ozeanen oder Seen... Oh Gott, ich werde jetzt hier keinen Faktencheck um die flache Erde starten. Ich verarsche, du hast schon mal Globus gesehen, Junge? Befassen. Lieber mit. Da hat er mich schon... Da hat er schon angefangen, um Kick auch auf mich zu bekommen, glaube ich. Kianush selbst. Denn mir ist im Zuge meiner Recherche viele, viele lange Twitch-Streams aufgefallen, dass er sich vom 0815 Verschwörungstheoretiker abhebt. Und zwar durchaus positiv. Leider rutscht Kianush, vor allem wenn er live ist, immer und immer wieder in alte Muster, die es ihm sehr, sehr schwer machen, dem durchgeknallten Image zu entkommen, das die Öffentlichkeit von ihm hat. Nehmen wir doch mal die... Flache Erde. Was? Ich muss ruhig bleiben, ich muss entspannt bleiben. Wusa, Digga, ich bleib ruhig. Ich werd nicht zu krass ausrasten. So, aber ich bin dann immer, weißt du, so, ich denke mir immer so, wer bist du, dass du das beurteilst? So. Ich glaube nämlich, die meisten Leute kennen den Bruder wegen seiner Mucke. Und die feiern seine Stimme und die Emotionalität in seinen Stimmen. So. Seit Jahren erheitert, hat Kianush auf vielen Ebenen ziemlich zugesetzt. Ich hatte schon so ein paar Ausflüge in gewisse Galaxien und gewisse Theorien. Hat mich da relativ schnell wieder gefangen. So. Ich habe zum Glück wirklich ein cooles Umfeld, wo die mir auch ehrlich immer sagen, ey, du hast nicht mal alle Latten am Zaun. Was laberst du da, Junge? Ich habe darüber sehr lange gelacht, bis es dann irgendwann zu einem Punkt kam, wo es ein bisschen ernster geworden ist. Ja, im Hintergrund gab es halt ein paar Leute, die das Ding vielleicht ein bisschen zu ernst genommen haben.
Lovelock geht in mehr, Alter. Ey, eigentlich müsste ich mal wieder rüberfahren, ne? Zum Cousin. Wer hätte Bock drauf? Und mich nur noch auf das reduziert haben. Werbepartner, Geschäftspartner, Sponsoren eventuelle, die aufgrund dieses Memes, wo die dann auf einmal gesagt haben, wir möchten nicht mit Kianosch arbeiten. Mich dann wirklich an den Pranger zu stellen und mich als Person mich in Frage zu stellen, ob ich überhaupt einen Funken Intelligenz besitze oder sonstiges. Das war mir ein bisschen too much. Dementsprechend fühlte sich Kianosch verpflichtet in... Ich finde das auch schade und traurig, dass es überhaupt so weit kommt, weißt du? Weil sind wir mal ehrlich zu uns selbst, ne? Wenn wir alle wirklich ehrlich zu uns sind und die Hand aufs Herz legen, dann haben wir alle schon mal Bullshit gelabert. So. Aber die meisten von uns finden halt nicht in der Öffentlichkeit statt und erzählen das halt nicht in der Öffentlichkeit, sondern in der Shisha-Bar oder so. Jeder von uns hat sich mal mit Dingen auseinandergesetzt und sich gedacht, oh shit, im Nachhinein betrachtet, Alter, war das Bullshit mit dem Shit, mit dem ich mich da hier auseinandergesetzt habe und so, heutzutage denke ich anders. Und das ist ein ganz normales menschliches Verhalten so. Aber Leute erwarten immer, weil Leute online stattfinden, dass sie perfekt sind und dass sie niemals so sind wie alle normalen Menschen. Nein, der muss immer die Sachen, die er sagt, müssen immer perfekt auf den Punkt gebracht sein. So, stream mal jeden Tag 5 Stunden. Weißt du? Mach mal, stream mal jeden Tag 5 Stunden live. Beschäftige dich mit Dingen. So. Und dann wirst du merken, dann wirst du auch manchmal in Situationen vielleicht irgendwas erzählen, wo du dich selber danach, das habe ich selber auch schon oft gehabt, dass ich mir dann nach dem Stream, schon nach, wenn ich ausgemacht habe, Bruder, eine Thematik hast du aber jetzt gerade scheiße gelabert. So. Aber es ist halt Livestreaming, weißt du? Das gehört dazu und wir sind alle nur Menschen. Einem Statement die Aussagen gerade zu rücken. Und das war durchaus was Überraschendes. Denn während diese zwei Subjekte nie auch nur die geringsten Anstalten machten. Sorry, ich muss ganz kurz nochmal Stopp machen. Naja, deswegen sollte man gut überlegen, was man in der Öffentlichkeit sagt oder nicht sagt. Das gehört zum Beruf. Ja, aber Bro, das ist doch... Die Leute wollen immer authentische Charaktere in der Öffentlichkeit sehen, ne? Aber keiner will dann mit den Konsequenzen auch, also der soll dann trotzdem perfekt sein. Aber wenn du authentisch bist und nicht so viel versuchst nachzudenken, was du da erzählst oder wie du dich gerade präsentierst, so, dann hast du nur noch irgendwelche glattgeleckten NPCs, die alle die gleiche Scheiße erzählen. Und davon will ich keiner sein, weißt du? Deswegen, Authentizität ist das Stichwort, oder? Exactly. Und dazu gehört auch, dass man mal Scheiße labert und dass man auch mal sich vertut oder mal irgendwelche, weiß ich nicht, Eskapaden hat oder so, weißt du? Aber dann Menschen daran zu messen... Jeder muss das tun, was er amazing und dann zu findet. Sagen, der ist nur das, so, das ist auch stupid. Finde ich persönlich. Und ich will lieber authentisch sein, als dass ich immer perfekt in der Öffentlichkeit dastehe. Ich küsse euer Herz. Ermin, danke für deine Unterstützung. Liebe geht raus an dich. Mua. Was zu revidieren, war Kianosch in der Lage, sein Ego zu überwinden und selbstkritisch einzuordnen, was ihn zu seinen absurden Thesen geleitet hat. Ich meine, nobody's perfect. Jeder labert mal ein bisschen mehr als über die Hemmschwelle hinaus. Und bei mir war das an diesem Tag ein bisschen der Fall. Ich habe so viel Input gehabt durch verschiedenste Sachen, die ich mir reingezogen habe. Vielleicht habe ich mir gewünscht, dass sie eine Scheibe ist, weil ich aus dieser normalen Ansichtsweise einfach entfliehen wollte. Ich wollte mal was anderes sehen. Ich wollte einfach was anderes wissen, als das, was mir jeden Tag gesagt wird. Und wenn man mal an irgendwelchen Punkten vielleicht falsch lag, dann sollte man auch den Arsch in der Hose haben, das vielleicht mal richtig zu stellen oder den Leuten da draußen mal zu verklickern, was man wirklich denkt oder dass man vielleicht seine Hausaufgaben gemacht hat und die Dinge mal vielleicht ein bisschen anders betrachtet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie ernst diese Einsicht zu nehmen ist. Ich persönlich sehe schon ein wenig Reue, vor allem wenn ich dieses Verhalten mit seinen Aussagen 5 Jahre vorher vergleiche. Völlig wurscht, ob das jetzt image-schädigend ist oder nicht. Ich mache einfach, was ich mache und ich folge meinem Instinkt und mein Instinkt sagt mir, tu das. Und mein Instinkt hat mich noch nie verlassen. Aber gut, vielleicht hatte Kianosch auch nur... Bester Mann. Das war ein Karriereknick. Denn er ist kein etablierter Star. Er ist jetzt nicht erfolglos, aber als erfolgreich würde ich ihn auch nicht bezeichnen. Aber das weiß er. Und sein Umgang mit... I don't know, bro. Goldplatten am Start, 1000 Zuschauer auf Twitch und so. Schon erfolgreich. Also im Gegensatz zu mir auf jeden Fall. Da muss ich auch mal mein eigenes Ego zur Seite legen, Alter. So. Weißt du? Der ist schon erfolgreich, würde ich behaupten. Die Situation ist ziemlich erfrischend. Die Leute, die sich beschweren, ich zähle mich auch dazu. Ich beschwere mich auch manchmal. Jeder hat das schon getan. Dass nur noch Playlisten dafür sorgen, ob du Erfolg hast oder nicht, sind selbst schuld. Es ist immer noch nur eine Playlist. Du hattest all die Jahre, hattest du die Möglichkeiten, dein eigenes Profil aufzubauen. Es gibt Künstler, die haben das gemacht und die stehen heute sehr gut da. Die haben es gerochen. Ich nicht.
viele andere nicht. Wir haben uns selber dieser Monopolstellung zum Opfer gemacht. Was mir vielleicht fehlt, um diesen Knallerdurchbruch zu bekommen, liegt an mir selbst. Verglichen mit Leuten wie Belasch geht Kianosch demütiger und realistischer mit dem fehlenden Hype um. Es liegt nicht an den Plattenfirmen, die... Es ist halt auch Hype. Was bedeutet schon Erfolg auch, weißt du? Da könnte man schon wieder mies in die Philosophie reingehen. Man könnte mies in die Philosophie reingehen und dann erstmal so definieren, was bedeutet überhaupt Erfolg, weißt du? Für mich bedeutet Erfolg auch, mit deiner eigenen Authentizität auch deinen Lebensunterhalt zu verdienen, weißt du? Wenn ich jetzt einfach, keine Ahnung, ich spiele jemanden in der Öffentlichkeit, der ich eigentlich gar nicht bin und fabriziere da irgendwas, was überhaupt nicht authentisch ist, nur um Geld zu machen und Hype zu bekommen und Fame zu sein, so, dann ist das für mich kein wahrer Erfolg. Ja, du hast vielleicht Money und Fame, aber Erfolg hat auch was mit einem innerlichen Zustand zu tun, für mich persönlich, weißt du? Dass du auch fühlst, dass du was beiträgst zur Menschheit, zur Gesellschaft, dass du merkst, dass es deine Bestimmung ist und dass es einen Mehrwert gibt, so. Für mich persönlich. Und da definiert jeder anders. Das würde jeder anders definieren. Aber heutzutage gucken wir immer so, ja, wie viele Likes hat der, wie viele Zuschauer hat der, wie viele Klicks hat der, wie viel Geld hat der, okay, der ist erfolgreich, der ist nicht erfolgreich. Es gibt so viele Milliardäre, Millionäre, was auch immer, die so viel Geld haben, aber innerlich leer sind und jeden Abend Selbstmordgedanken haben und was auch immer so. Das ist für mich kein wahrer Erfolg, weißt du? Erfolg ist holistisch, man ist ganzheitlich. Nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren. Armen Künstler aufgrund seiner Meinung unterdrücken. Und es ist nicht nur die Entertainment-Industrie. Generell sticht Kianosch zwischen derartigen Gestalten dadurch hervor, Institutionen und der Politik nicht grundsätzlich mit Abneigung zu begegnen. Weil viele sagen ja, fuck the system, mach alles kaputt und so weiter und so fort. Aber die denken halt nicht weiter. Guck mal, der blendet mein Treppenhaus-Video ein, Digga, ich küsse sein Herz. Danke für die Promo, Bro. Nur, ja, die Politiker machen sich die Taschen voll und die müssen weg. Ich bin selber jemand, der gerne mal auf die führenden Positionen zeigt. Aber wenn man mal andersrum denkt, ohne diese Leute gäbe es ja überhaupt nicht mal den Ansatz von einer Struktur oder den Ansatz von einem System. Weil die Leute stellen sich dahin und denken sich, ich kann das besser. Das Geldsystem ist korrupt, Politiker sind korrupt, die meckern über Korruption innerhalb der Politik, über Vetternwirtschaft. Wenn der kleine Bürger jetzt, der am Meckern ist, wenn er in dieser Position wäre, was zum Geier würde er dort tun? Dann würde es diese Leute nicht geben, die uns ansatzweise ein System bieten, Infrastruktur. Da wollte ich in dem Talk schon, ich habe ihn reden lassen, aber da wollte ich in dem Talk schon unterbrechen. Ich habe da ein bisschen andere Meinung, aber passt schon. Die wir in diesem Land zum Beispiel haben, die krass sind, Bro, muss man sagen. Dafür zahlen wir aber auch. Aber dafür haben wir Möglichkeiten wie fast in keinem anderen Land. Was ihn aussagt. Also teilweise hat er recht, teilweise würde ich, dass ich so ein paar Argumente noch, aber passt schon. Eben von anderen Verschwörungstheoretikern abhebt, ist, dass Kianosch sich gegen das Bild des armen Schafes, das den Strippenziehern und den Medien komplett ausgeliefert ist, wehrt. Man kann nicht die Schuld immer den Großkonzernen oder den Politikern geben. Die Facts. Schuld liegt in erster Linie immer bei uns. Wir sind die Konsumenten, Bro. Ist so, real talk, episches Interview. Wenn die Leute diese Titelblätter und diese Medienaussagen nicht mehr ernst nehmen, verlieren die ihre Macht. Ich suche die Schuld bei uns. Wir sind die Konsumenten, wir steuern doch das Ganze. Das heißt, wenn unser Verhalten sich in eine andere Richtung richtet, müssen die Industrien und die Medienlandschaft und die Konzerne sich nach uns richten, weil sonst laufen wir denn weg. Das heißt, die rennen uns hinterher. Selbstverantwortung ist das Stichwort, oder? Exactly. Wir denken aber, dass wir denen ausgeliefert sind. Das ist ein völlig falsches Denken. Die müssen sich an unserem Konsum anpassen. Und wir als Gesellschaft haben das Lenkrad in der Hand. Es ist uns nur nicht bewusst. Und diese Aussagen sind nachvollziehbar, denn ein großer Grund für eine gewisse Wertschätzung unseres Sozialstaates ist Kianoschs eigene Biografie. Egal wie Antisystem ich bin, mir ist bewusst, aus welchem Land wir flüchten mussten und was für Möglichkeiten uns Deutschland geboten hat. Perspektivisch für mich und allein schon gesundheitlich für meinen Vater. Das Video ist rausgekommen, wo ich das erste Mal aus Mexiko wieder zurückgekommen bin. Habe ich auch drauf reagiert, wisst ihr noch? Zum Beispiel. Wir waren noch keine politischen Flüchtlinge, sondern meinem Vater ging es zu der Zeit nicht gut. Rest in peace, bro.
Nachbarn haben die Leistung eingestellt. Die haben nicht mehr gearbeitet. Mein Vater ist zum einen Dialysepatient und meine Mutter ist psychisch krank. Man weiß bis heute nicht, was genau die Diagnose ist. Manche reden von Schizophrenie, manche reden von bipolare Störungen. Ja, und dann gehst du halt nur raus, weil immer wenn du nach Hause kommst, wirst du damit konfrontiert. Bruder, der Bruder ist so ein geiler Typ, sag ich dir ehrlich. Guck dir den mal in die Augen und hör dir mal zu, seine Stimme und so. Der ist einfach, der hat das Herz am richtigen Fleck, Bro. Du hörst das. Wenn du ein Mensch bist, ein bisschen Bewusstsein, dann merkst du, dass der einfach ein geiler Typ ist. Fertig aus. Du siehst deinen Vater im Rollstuhl mit einem Bein, deine Mutter redet kaum und so. Das ist alles, Bruder, das ist sehr öde und das belastet einen Jungen. Also meine Laune geht bereits in den Keller, wenn es meinem Haustier nicht gut geht. Ich kann mir persönlich kaum vorstellen, wie schlimm es sein muss, in dieser Familiensituation durch die Pubertät und die Schulzeit gegangen zu sein. Da der Zustand seiner Mutter sich nicht besserte, wuchs Kianos Frust in Bezug auf das Gesundheitssystem. Es gab schon etliche Gespräche mit Psychiatern, Psychologen. Das heißt, wenn ich nicht mal eingreifen kann in die Psyche oder in das Gewissen oder ins Herz oder was auch immer, dann fühle ich mich verloren. Und damit dann keiner helfen kann und die einfach nur vollgepumpt wird mit Medikament. Und ich sehe, wie ihre Hände zittern, wenn ihr ein Glas nehmen will. Wenn ich sehe, wie sie am Lallen ist, wenn sie reden will, dann bricht es mir das Herz. Und als ich nach Antworten gesucht habe, bis ich 18 wurde oder 19, irgendwann habe ich mich selbst damit befassen können, aufgrund von Digitalisierung, Internet, Information. Das Grenzgängerstudios, glaube ich, Talk, ne? Aber ich habe einfach gemerkt, dass dieser Aspekt des Systems, wo es darum geht, kranken Menschen, psychisch kranken Menschen zu helfen, sehr rustikal und plump vorgeht. Mhm. Und hier liegt er natürlich nicht falsch, vor allem während der Corona-Maßnahmen, dem eingeschränkten Versammlungsrecht, Schul- und Universitätsschließungen, inmitten von geschlossenen Restaurants und Kurzarbeit, schoss der Bedarf nach seelischer Unterstützung in die Höhe und konnte nicht adäquat befriedigt werden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich früh angefangen habe, kritisch auf dieses System mal zu blicken. Klar, auf der einen Seite leben wir in eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben hier Infrastrukturen, dementsprechend zahlen wir auch Steuern. Aber wenn es wirklich darum geht, einen Menschen zu heilen, so dass er weder abhängig ist von den Medikamenten noch von sonst irgendwas, da wird es schwierig. Und das ist der Grund, warum ich angefangen habe, kritisch auf all diese Dinge zu blicken. Richtig so. Genau richtig gemacht. Finde ich genau den richtigen Trichter so. Meiner Meinung nach, weißt du? Weil es geht nicht nur um Medikamente und Symptombekämpfung und diese ganzen Sachen so. Und es ist, das geben ja Ärzte selber zu, dass das heutzutage so die Herangehensweise ist. Und dass es kaum noch Ärzte gibt, die, wir haben uns einen Ethikprofessor reingezogen und einer, der im Ethikrat der Ärzteversammlung oder irgendwie so sitzt und der selber gesagt hat, dass den meisten Ärzten geht es nicht mehr darum, ihre Patienten ganzheitlich zu heilen. Die werden teilweise einfach nur abgefrühstückt, damit die ihre Quoten machen, damit die ihr Money bekommen. Und da geht, die gucken teilweise den Patienten heutzutage gar nicht mehr richtig in die Augen, wenn du mit denen redest. So. Da wird gar keine richtige Verbindung aufgebaut, um zu schauen, ey, was läuft da eigentlich gerade und wie könnte man da jetzt helfen, unterstützen? Und das ist schon eine wichtige Komponente, diese spirituelle Komponente, dass du das Gefühl hast, dass der Arzt dich wirklich auch heilen kann, dir zuhört, dir seine Aufmerksamkeit gibt und so. Und es passiert halt einfach heutzutage nur noch selten. Nicht gar nicht, aber nur noch selten. Und das trägt nicht dazu bei, dass Menschen wirklich geheilt werden. Ist ein Business geworden. Die meisten Krankenhäuser, die sind privatisiert, weißt du? Da geht's um Cash. Die müssen wirtschaften. Die haben CEO und diese ganzen Sachen. Da geht es nicht mehr wirklich um Gesundheit in der Medizin. Weißt du? Und die ganzen, die ganzheitlich heilen und so, werden dann als irgendwelche esoterischen Hippies irgendwie abgetan. So. Weißt du? Ja, es gibt immer Optimierungsbedarf. Aber was sagt Kianos, dass die Ärzte nicht ihr Bestes gegeben haben? So bitter es klingt, Heilung ist nichts, was von 0 auf 100 und schon gar nicht immer funktioniert. Manchmal können Menschen nicht geheilt werden, trotz moderner Medizin. Wenn man im Begriff ist, aufgrund seiner persönlichen Probleme und Erfahrung alles und jedem zu misstrauen, ist der Weg zum Verschwörungsglauben natürlich nicht weit. Davon kann Kianos ein Lied singen. Aber trotz oder wegen seinen schlechten Erfahrungen mit der flachen Erde, geht er mittlerweile skeptischer mit alternativen Informationen und deren Verbreitern um. Die fangen Leute, die verzweifelt sind. Leute, die nicht wissen, wohin, die keinen Anhaltspunkt haben. Ey, was ist jetzt gut? Ist die Welt böse? Oh nein, ich fühle mich alleine, alle lachen mich aus. Blabliblub. Dann kommt auf einmal eine Telegram-Gruppe wie ein Pilz aus dem Wald geschossen. Ich habe halt beobachtet, dass viele dieses Thema Verschwörungstheorien und so nutzen, um selber daraus zu profitieren. Die spielen halt, die Leute laufen ihnen halt in die Arme, so weißt du. Während Menschen wie Belasch fließbandartig jeden Telegram-Schwachsinn teilen und Leon... Naja, ihr seht's ja hier. Was?
machst es in Teilen und Leon... Was denn? Wurden wir mit der Impfung gentherapiert? Ja, Bro, hör dir doch den Vortrag mal an. Das ist schon interessante Sachen, werden da schon gesagt. Und Belasch teilt auch nicht einfach jeden Schwachsinn, meiner Meinung nach. Also Belasch ist auch jemand, der sich mit den Dingen auf jeden Fall auseinandersetzt, weißt du? Und die Dinge postet, wo er von überzeugt ist, dass die wichtig sind und dass die Leute das sich reinziehen sollten. Also, und weißt du, ich find's immer crazy, dass es Leute gibt, die sich so den Anspruch nehmen, zu entscheiden, was wichtiger Content ist und was man sich reinziehen sollte, mit was man sich beschäftigen sollte und mit was nicht so. Wer bist du, dass du das entscheidest? Jeder soll das machen, was er amazing findet. Und jeder Style ist gut, wenn man ihn lebt. Um meinen Bruder aus Hamburg zu zitieren, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. So. Und das Thema mit der Impfung, weiß ich nicht, das Video ist jetzt ein Jahr alt, aber Bruderherz, da kommen immer mehr Wahrheiten ans Licht. So, da wirst du dir auch nochmal, da wirst du dich auch selber nochmal umgucken. Am Ende des Tages, denke ich. Naja, ihr seht's ja hier. Zeigt Kianosch Ansätze von Quellenkritik und hinterfragt nicht nur strategisch die eine Seite der Medaille. Und das führt uns zu mies recherchieren. Krass, Digga, ist eigentlich mehr bis jetzt ein relativ positives Video auch, ne? Bei mir war es ja so, ich kann den nicht leiden und so dies, das. Hier hört sich das so an, als ob der schon auch ein kleiner Fanboy ist auch. Oder ein kleiner Fan von Kianosch so. Feier ich, Digga. Ist gut. Ist mehr ein Promo-Video. Besser so, Digi. Muss ich hier nicht durchdrehen, Bro. Dem Twitch-Format von Kianosch. Denn ab jetzt wird nicht nur mies recherchiert, es wird noch mieser recherchiert. Und wer bei diesen Streams einfach nur einen Haufen Aluhut-Kram erwartet, den muss Kianosch erstmal enttäuschen. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir werden selber suchen und wir suchen nicht nur Dinge, die uns in den Kram passen oder die einigen in den Kram passen. Nein, wir durchleuchten beide Seiten oder alle Seiten, die es gibt. Wir wissen, wer wir sind. Wir driften nicht ab. Wir können... Jeder muss das tun, was er amazing findet. Denke ich, logische Schlussfolgerungen schließen. Das klingt erstmal gut, aber was er sich hier vornimmt, scheitert in der Praxis leider größtenteils aus zwei Gründen. Kianoschs mangelnder Medienkompetenz und dem Wechselspiel mit seiner Community. Nirgends wurde das Grundproblem so deutlich wie im Stream vom Ende des Januars, in dem sich Kianosch mit einem der absoluten Klassiker der Verschwörungstheorien auseinandergesetzt hat. Chemtrails. Chemtrails. Und dann habe ich mit Vater... Warte mal kurz, aber hat er sich dann jeden Stream reingezogen, oder was? Übrigens, zum Thema Chemtrails kommt auch ein interessantes Video bei uns jetzt demnächst auf den Kanal, wenn das von YouTube freigegeben wird. Wettermanipulation. Verschwörungstheorie oder real? Dann habe ich gesagt, ey Leute, seht ihr das am Himmel? Und dann meinte Fahrt, was denn? Habe ich gesagt, guck mal, die Flugzeuge fliegen, seit einer Stunde beobachte ich das und dieser Kondensstreifen verschwindet einfach nicht. Ja. Dann lacht er so, meinte, wie meinst du das? Was soll das denn bedeuten? Ist so. Sehe ich hier in Deutschland jeden Tag. Dann habe ich zu ihm gesagt, Bro, meinst du nicht, dass er irgendwie was Komisches? Also wer dazu Wolken sagt oder Kondensstreifen. Bro. Ich küsse euer Herz. Ja. Ich habe sogar auf meinem Handy 3-4 Fotos davon, weil ich mir dachte, was ist das denn, Digga? Ihr braucht nur einmal in den Himmel zu gucken, dann werdet ihr das schon merken. Jetzt sind wir aber nicht bei Belasch, der einfach nur alles runterrattert. Bei Kianosch wird vor den Augen seiner Zuschauer durch miese Recherche bewiesen, dass Wichtig, miese Recherche. Trails kein Hirngespinst sind. Und das ist erstmal super positiv. Denn er verweist nicht nur auf irgendwelche komischen, verpixelten Bilder aus alternativen Medien, sondern navigiert direkt zu Wikipedia. Das ist ein Schritt, der von anderen Verschwörungstrotteln eigentlich immer gemieden wird. Jetzt hat er sich schon beleidigt. Jetzt hat er uns schon unterschwellig beleidigt hier. Ne? Er hat ja mal Belasch und mich als Beispiel genommen für Verschwörungstrottel. Ne? Schön die Kirche im Dorf lassen, mein Jutster. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Wir gucken auch regelmäßig auf Wikipedia. Die vertrauenswürdigste Quelle auf der ganzen Welt. Denken wir mal erstmal auf Wikipedia. Denn dort ist ja alles gesammelt. Ne? Fundiertes Wissen und so weiter und so fort. Nein. Also ist Wikipedia auch Verschwörungstheorie oder was? Falschinformation oder was? Es gibt bei sehr vielen Themen und Themengebieten vor allem die Möglichkeit, selber als Laie etwas hineinzuschreiben und sich auf irgendwelche Artikel zu berufen. Das stimmt, aber wird auch schnell wieder korrigiert. Weißt du, wie ich meine? Also ich sag mal so, also Wikipedia kann man schon viele Sachen finden. Das war jetzt ein bisschen jokemäßig, was ich eben gesagt habe. So, also ich sag ehrlich, man kann schon einige Sachen auf Wikipedia finden, die auch der Wahrheit entsprechen. Aber ich denke, bei gewissen Themen
wirst du da auch nicht die volle Wahrheit. Menschheitsgeschichte zum Beispiel, bin ich auch überzeugt, dass wir sowieso nicht hundertprozentig richtig informiert werden, was die Menschheitsgeschichte angeht. Und dann wirst du auf Wikipedia auch nicht wirklich die wahren Informationen finden, wie die Geschichte wirklich aussah. Die Frage ist, ob es Menschen gibt, die wissen, wie die Menschheitsgeschichte wirklich aussieht. Das ist auch wieder nur eine Theorie. Ich glaube, theoretisch gibt es Menschen, die auf jeden Fall mehr Ahnung haben. Das tun, was er amazing findet. Mehr Ahnung haben als wir persönlich und diese Informationen von uns ferngehalten werden. Das ist meine persönliche Theorie. Und da wirst du aber keine Hinweise auf Wikipedia finden. Also es gibt einfach Themen, da musst du gucken. Da kannst du die Antwort nicht auf Wikipedia finden. Gar nicht. Es gibt. Das ist nämlich das Problem, wenn du das mal weiterdenkst. Guck mal, ich kann hier die Geschichte bearbeiten. Hier steht den Quelltext bearbeiten. Denkst du, das, was ich bearbeite, steht da drin oder was? Nein, das wird erst noch verifiziert. Ach so, das wird verifiziert. Was glaubst du, wie viele Millionen von Menschen versuchen, was zu bearbeiten? So, also sagst du damit, dass die Informationen auf Wikipedia falsch sind? Sind das Falschinformationen auf Wikipedia? Nein. Da gibt's Informationen, die falsch sind. Auch wenn du über Menschen zum Beispiel, wenn du Menschen suchst, zum Beispiel, da gibt's Leute, die mal einmal irgendwas hinterfragt haben, 9-11 zum Beispiel, Daniele Ganser, dann steht da Verschwörungstheoretiker drin, der Antisemit ist. So. Obwohl der nie irgendwas Antisemitisches gesagt hat oder so. Beispiel jetzt. Also es gibt dann gewisse Gatekeeper, die einfach, wenn du was versuchst zu ändern, das immer wieder zurückändern werden. Und wer sind diese Leute? Das sind nicht viele, die das machen dürfen. Und die müssen auch bestimmten Regeln folgen, die die auch vorgeschrieben bekommen von bestimmten Leuten. Deswegen, es ist nicht immer schwarz oder weiß, Digi. Weißt du, wie ich meine? Es kann auch grau sein. Das sage ich nicht. Das sagst du aber indirekt damit. Man sollte nicht zu 100% sich auf Wikipedia berufen. Und warum nicht? Weil es da schon öfter Fehler gab. Also du hast diesen Fakt gerade festgelegt? Ja. Okay. Anhand meiner Erfahrungen. Okay, also anhand deiner Erfahrungen legst du einen Fakt fest für Wikipedia. Stark. Mein Gott, Kianusch, ich küsse doch deine Augen für diese Aussagen. Allerdings funktioniert Recherche nur, wenn man auch in der Lage ist, die Informationen auf Wikipedia verarbeiten zu können. Und worum es ihm hier geht, wird recht schnell klar. Kianusch möchte zeigen, dass es unfair ist, Chemtrails als Verschwörungstheorie zu deklarieren, während man gleichzeitig Geoengineering als etwas Reales darstellt. Ich habe mal den Versuch gestartet. Ist aber so. Leute. Was spuckt Google mir raus, wenn ich Chemtrails eingebe? Und was spuckt Google raus, wenn ich Geoengineering eingebe? Denn es ist im Grunde genommen derselbe Ablauf der Dinge. Flugzeuge fliegen und sprühen was in den Himmel. Was für mich wirklich verwunderlich war, wo ich mir dachte so, oha, da war dieser kleine Wow-Effekt, dass Google mir tatsächlich für beide Begriffe völlig verschiedene Perspektiven und Aussagen der öffentlichen Berichterstattung rausspuckt. Um seine These zu stützen, schaut er sich jetzt erstmal an, was Chemtrails sind. Explizit wird der Begriff Chemtrails mit Verschwörungstheorien assoziiert. Als Grundlage der Verschwörungstheorie gelten Mutmaßungen Mitte der 90er, die Luftwaffe der USA plane, Wetter beeinflussen. Oder diese schaltzentrale Hintergrund von Kianusch, auch legendär, ne? Und Kondensstreifen militärisch zu nutzen. Also das ist eine Verschwörungstheorie. Schaut man sich das jetzt an, können wir 6 Faktoren aus dem Wikipedia-Absatz herausarbeiten. Und Kianusch zeigt uns jetzt anhand mehrerer Beispiele, dass dieses Zeug hier wirklich existiert. Olympia in China, dort wurden auch gewisse Technologien angewendet, natürlich auch mit Hilfe von Chemikalien, um die Regenwolken zu lösen. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, das wird ja gemacht. Oder wenn der russische Präsident hier, Wladimir Putin, eine Rede hält irgendwo und da braut ein Gewitter auf, dann schießen die auch ein paar Sachen in die Luft und dann gehen die Wolken weg. Also ich weiß das auf jeden Fall, das habe ich schon oft gesehen, das hast du auch oft gelesen und gehört. Ich weiß aber nicht, warum das hier so radikal auf Verschwörungstheorie gemünzt wird. Ja, extra. Ich kann es dir sagen, Kianusch, du musstest gerade fast alle Faktoren der Verschwörungstheorie verändern, damit deine Beispiele sie widerlegen können. Der Begriff Chemtrail ist auf jeden Fall tot. Dann benutze ich doch mal das Wort Geoengineering. Der Sammelbegriff Geoengineering oder Climate Engineering bezeichnet vorsätzliche und großräumige. Am Ende des Tages, unterm Strich, ne? Unterm Strich ist Wettermanipulation real. Das ist doch das Einzige, was zählt. Aber wir werden nicht richtig informiert, was das Thema angeht. Die sagen uns offiziell, dass sie es hier im Westen nicht machen. Nur in China und in Dubai und in dies und in das. Aber ich bin zum Beispiel der Meinung, das passiert. Das passiert auch hier bei uns. Ich sehe das, ich fühle das, ich merke das. Eingriffe mit technischen Mitteln in die geochemische oder Biologie. Ich meine, die haben in den 70er Jahren, hat der Präsident von der Lyndon B. Johnson hat gesagt, wer das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Welt. Und die haben da auch die ersten Programme schon in den 50er, 60er, 70er Jahren gestartet zur Manipulation des Wetters. So.
Und dann willst du mir erzählen, dass die bis heute nicht heftige Möglichkeiten haben, das zu tun und dass sie das auch nicht anwenden? Das kannst du, weiß ich nicht, das kannst du deinem Friseur erzählen, aber ich glaube wirklich, dass sie das tun. Chemische Kreisläufe der Erde, unter anderem das Wetter. Wenn wir das aber vergleichen mit Chemtrails, ist es im Prinzip ein und dasselbe Prinzip der Sache. Leider wird dieser Begriff einfach nur für Verschwörungstheorien benutzt und Geoengineering ist wahrscheinlich der wissenschaftliche Begriff. Passiert hier auch, um die Landwirtschaft bzw. die Erde zu unterstützen. Ja, das Ernte zu unterstützen. Ja, und die Frage ist, ob das wirklich unterstützend ist. Weißt du, weil für mich persönlich ist es ein Kriegsakt gegen die Natur, wenn du versuchst, das Wetter zu manipulieren. Du versuchst, Gott zu spielen. Du versuchst, dich über Gott zu erheben, über die Natur zu erheben und zu sagen, das, was ich entscheide, was die Natur jetzt macht, ist eine bessere Entscheidung als das, was die Natur selber entscheidet. Und da kommen wir an einen Punkt, wo ich sage, das kann nie positiv sein. Also es gibt keine Rechtfertigung dafür, das Wetter zu manipulieren, weil das Wetter aus einem Grund so ist, wie es ist. Wir haben kein Recht dazu. Finde ich. Weil wir gehören eigentlich zur Natur dazu. Wir können uns da nicht erheben. So. Also? Steht nichts von Verschwörung. Ich wage mich zu behaupten, dass wir hier jetzt gerade nicht von einer Verschwörungstheorie reden. Ja, ich auch. Weil zu Verschwörungstheorien nun mal Verschwörungen dazugehören. Keanus gesamte Argumentation krankt bereits an den Wurzeln. Das merkt er aber nicht. Und kommt im Verlauf eines richtig langen Streams immer und immer wieder auf diesen krassen Widerspruch zurück, den er aufgedeckt hat. Ich verstehe das nicht. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass das Verschwörungstheorien sein sollen? Wow! Wow! Plötzlich... Er hat recht, Bro. Was waren jetzt seine Argumente, Bruder, jetzt? Ist es hier eine Verschwörungstheorie? Bist du deppert? Alter, was ist hier los? Das ist zu wild, das Thema, ich sag's euch. Also für wie blöd halten sie eigentlich die Menschen? Ich fühle mich in meiner Intelligenz absolut beleidigt. Ich glaub das nicht. Alter, Leute, ich meine das gerade ernst, ne? Das wird halt so gemacht, das ist halt easy, ne? Die nehmen ein, zwei Begriffe und sagen dann Verschwörungstheorie. Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann bist du ein mieser Verschwörungstheoretiker und dann hören Leute auf, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das wird immer so gemacht, genauso wie damals bei der Corona-Pandemie. Das sind Querdenker, Rechtsmystische, so und so, die werden alle in die rechte Ecke reingedrückt. Alle Leute, die auf Corona-Demos gehen, sind Nazis. Und dann sorgst du dafür, dass ein Großteil der Gesellschaft einfach da nicht hingeht und sich nicht stark macht und nicht aufsteht und nicht seinen Mund aufmacht, weil die Angst haben vor sozialer Ausgrenzung. Allein der Begriff Verschwörungstheoretiker, meiner Meinung nach, wurde deswegen so krass auch etabliert, weißt du? Um einfach Leute davon abzuhalten, sich mit den wirklich wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Das ist fucking crazy. Das ist eine Irreführung. Das sind, Ladies and Gentlemen, Falschinformationen vom Umweltbundesamt. Also, ich weiß nicht, das ist ungeheuerlich. Naja, diese Unfähigkeit, differenzieren zu können, ist allerdings nur ein Teil des Problems. Keanos zeigt auch eine Dokumentation auf Odyssey, in der sich zahlreiche Experten pro Chemtrail positionieren. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass das wirklich existiert. Alan Buckman, US Air Force Weather Observer. Also er stellt sich hier mit seinem Namen hin, ne? Möchte irgendjemand Alan Buckman widersprechen? US Air Force Weather Observer? Hat wahrscheinlich schon 60, 70 Jahre auf dem Buckel. Möchte ihn irgendjemand widersprechen? Oder ist das ein Schwurbler? Charles Jones, US Air Force Brigadier General. Wenn ihr ihm nicht glaubt, was er sagt, ihr könnt diesen Namen doch einfach googeln. Dann werdet ihr sehen, A, ob es ihn überhaupt gibt und B, ob er wirklich US Air Force Brigadier General gewesen ist. Beim besten Willen, ne? Brigadier Hitman, Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jemanden hinstellen, den es gar nicht gibt und der lügt. Der Typ ist ein 70-Jähriger, 80-Jähriger. Ja, mit 80 hat man bestimmt keinen Bock mehr auf Aufmerksamkeit, Ruhm, Geld und so weiter. Nur weil die in ihrem Fachgebiet gearbeitet, teils sogar promoviert und irgendwas gerissen haben, hält sie doch nicht davon ab, ihre Expertise dazu zu missbrauchen, irgendwelche Verschwörungstrottel um Geld, Klicks oder Aufmerksamkeit zu bringen. Was meint ihr, warum es immer die gleichen Fressen sind, wenn es um alternative Erklärungsmodelle geht? Der Bruder hat auch guten Hate in seinem Herzen, ne? Fressen. Mit wem redest du hier so? Cousin! Der Lovelock wird hier immer wieder als Beispiel mit reingenommen, ne? Fressende Lautmann, Alter. Ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgezogen haben und ein symbiotisches Ping-Pong-Spiel mit den Journalisten austragen, die sie immer und immer wieder einladen. Aber. Beste Männer, Digga. Wolfgang Wodak, Daniele Ganze. Guck mal, Daniele, Alter. Wer kann den nicht mögen? Hör doch mal auf, Jungs, Mädels. Also ich mag den Daniele. Es ist einer von wenigen Historikern, dem ich auch wirklich vertraue, wenn er was erzählt. Ne? Und den Wodak mag ich genauso. Ich mag sie beide. Und ich finde, die sehen auch süß aus. Deren Gesichter. Ja? Auf Deutsch. Hated out, man, Alter.
Zurück zu Kianosch. Obwohl er im Gespräch mit Leon noch explizit betont, wie profitabel eine antiwissenschaftliche Haltung in der Öffentlichkeit sein kann, argumentiert er wie ein Kind zugunsten der Glaubwürdigkeit dieser Wissenschaftler. Und je härter Kianosch sich in die Dokus reinsteigert, desto weiter entfernt er sich von den reflektierten, bescheidenen Aussagen, die er in den Interviews außerhalb vom Livestream an den Tag legt. Je länger der Stream geht, desto abwertender geht er mit den dummen Schafen um, die zu blöd sind und sich trotz seiner überzeugenden Analyse immer noch über Chemtrails lustig machen. Als gewisse Leute, die sich nur Sorgen machen, daherkommen und sich dann über Leute öffentlich lustig machen. Wahnsinn. Wissen ist Macht, Lesen sollte gelehrt sein. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dumm lebt sich natürlich besser. Manchmal wünschte ich mir das auch, dass ich so wie gewisse Kandidaten hier durchs Leben laufe, wie diese... Man merkt so krass bei der Nene, dass er ein gutes Herz hat. Ja, das ist, dazu müssten die Leute halt wieder... Der Typ, der das Video macht, dieser Franz, ne, der ist auch jemand, glaube ich, der ein extremer Kopfmensch ist und der selber vielleicht nicht mehr so viel Zugang zu sich in seinem Herzen hat, weißt du, und dann nicht fühlen kann, wer ein guter und korrekter Mensch ist oder nicht und dann sich nur auf seinen Intellekt verlässt und nur... immer guckt so, okay, was hat der für Aussagen, passt das mit meinen Aussagen oder was ich gelernt habe zusammen? Nee, passt nicht zusammen, deswegen ist es ein Idiot und ich muss sein Gesicht jetzt Fresse nennen. So. Und er sagt dann, Kianosch ist kindisch. Das finde ich sehr, 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 sehr kindisch, um ehrlich zu sein. Aber das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen. Die sind halt nicht mehr so richtig mit Feeling bei der Sache. Sondern immer nur im Intellekt und ja, wo sind deine Quellen, wo sind deine Beweise, passt das mit der Wissenschaft nicht so? Okay, dann bist du jetzt ein böser Mensch und ich muss dich und darf dich jetzt beleidigen in Videos und so. Der ist es halt für mich persönlich nicht und so werden wir auch nie werden. Die Gesellschaft ist krank, Leute. Die ist geisteskrank. Manche Leute haben auch einfach Frust und suchen sich dann einfach nur jemanden und denken sich, ja, das ist die Verschwörungsheinis, da gehe ich jetzt rein und mache ein bisschen Bibel. Also man muss hier wirklich mit Leuten debattieren und sich hier rechtfertigen, die wirklich kein eigenes Gehirn besitzen, weil ihr werdet, so wie es ja anscheinend aussieht, ihr werdet daran verrecken. Euer Gehirn wird durchdrehen, ihr werdet ja innerlich verbrennen. Oh, wir leben in einer Irrenanstalt. Irre Menschen, die einfach geisteskrank umherlaufen und gar keine Ahnung haben. Hauptsache, du Verschwörungstheorie. Leute, aus welchem... Fact. Brut entstammt ihr eigentlich? Wer hat euch so gemacht? Das hier sind nur ein paar Ausschnitte. Out, man, Alter. Bitte. Aber im Stream selbst... Bisschen emotional, ein bisschen durchgedreht, Digga. Ist doch okay. Weißt du? Wie gesagt, 5-6 Stunden Stream am Tag, so. Kannst nicht immer on point sein. Und ich habe ihn unten verlinkt, ist er quasi über mehrere Stunden durchweg getriggert, dass er für den Glauben an Chemtrails als bescheuert dargestellt wird. Kianosch erfüllt alle Charakteristika des Verschwörungstheoretikers, so hart er sich auch dagegen sträubt. Denn ich dachte immer, wir leben in solch einer Gesellschaft, wo die Meinung des anderen respektiert und toleriert wird. Aber dem ist ja gar nicht so. Also überhaupt, ist ja genau das Gegenteil. Wie kann man dann von... Ist so, aber der hat recht. Weißt du, was ich meine? Leute, wir sind in einer Gesellschaft mittlerweile, wo du so... Du hast jetzt eine Meinung und die gefällt, den Mainstream gefällt die nicht, deine persönliche Meinung so. Und dann kommen die und beleidigen dich und versuchen dich in Ecken zu drücken und sagen dir, ey, werfen dir voll den Shit an den Kopf so. Aber haben sich selber mit diesen Themen noch nie auseinandergesetzt so. Im Kern stimmt die Aussage, die Kianosch da tätigt und er hat es am eigenen Leib gespürt. So, wir haben das alle gespürt, vor allen Dingen in der Corona-Zeit, weißt du. Und dann kam Jahre später raus, dass wir alle recht hatten. Und bei uns entschuldigt sich aber keiner. Aber wir wurden dafür jahrelang beleidigt, an die Ecke gedrängt, haben Geschäfte verloren, Business, dies, das, bla bla bla. Weißt du? Normal wird man dann auch mal ein bisschen emotionaler in einem Stream oder so. Freier Meinungsfreiheit sprechen. Ach, armer Kianosch. Wenn er scheiße labert, weisen ihn andere Leute darauf hin, dass er scheiße labert. Hätten wir doch bloß diese Meinungsfreiheit. Dann könnten andere Leute frei ihre Meinung äußern. Und frei sagen... dass Kianosch scheiße labert. Naja, aber es ist Rettung in Sicht. Und ja, ich hab die Cojones, ich hab sie schon immer gehabt und werde sie auch... Dieser Anzug ist fresh, Bro. Mal haben. Was wir uns hier angucken werden, das ist wilder als wild. Und ich möchte das gemeinsam mit euch machen, ich möchte das gemeinsam mit der Community anstellen. Ja klar, sie bezahlen im Endeffekt nur Kianoschs Rechnung. Aber beim Schauen der Streams ist mir aufgefallen, dass der Rapper eine wirklich authentische Bindung zu seinen Fans besitzt. Traurigerweise ist diese Wechselwirkung einer der entschiedenen Gründe dafür, dass Kianosch regelmäßig den Kontakt zur Realität verliert. Gib mir bitte den Fakt, was du tust. Was ist deine Motivation, was machst du? Also ich sag's gefühlt 5000 Mal in diesem Stream, aber ich kann's für Dave auch nochmal sagen. Und zwar fördere ich den Austausch der Gesellschaft, gerade bei kritischen Themen, die du gerne als Verschwörungsideologie abstempeln möchtest. Punkt. Mir wurde gesagt, guck mal, okay, das ist ein Video, bitte zieh's dir nur privat rein. Das ist nichts für Stream, das ist nichts für Twitch, die Leute können damit nicht umgehen. Und ich dachte mir so, Alter, du redest gerade über meine Community. Wie die Leute können nicht damit umgehen? Meine Community besteht nicht aus 12-jährigen Minecraft-Spielern. Meine Community besteht aus erwachsenen Menschen, die wissen wollen, was um uns herum abgeht. Naja. Alter, Digga, Richtung Ende hin, das hat er bei meinem Video auch geschafft, kommt so ein richtig ekelhafter Vibe hoch, weil ich einfach merke, wie diese Menschen drauf sind, die diese Videos machen, weißt du? Und ich spüre einfach diese Energie, die haben keine Hemmschwelle, die beleidigen einfach irgendwelche normalen Wissenschaftler, als sagen hier, denen ihre Fressen und dies, das, blablabla, und alle sind Idioten, außer er selber und so. Das sind diese Vibes, die so voll komischen, gibt mir einfach eine komische Energie, weil ich weiß nicht, ich mag so eine Menschen nicht, sorry.
So, ich mag das nicht. Aber naja, wir haben uns das mal reingezogen. Für mich auf jeden Fall Kianisch ein sehr stabiler Bruder. Und ich bin froh, dass es halt, weißt du, ich habe ja früher mit vielen Leuten aus der Szene Kontakt gehabt und so. Und Corona-Zeit war so die Zeit, wo sich der Kontakt mit den meisten eigentlich erübrigt hatte, weil die meisten dann auch nicht mehr wirklich was mit mir zu tun haben wollten. Und Kianisch war so der Einzige, der, jetzt scheiß mal auf mich, aber der auch in der Öffentlichkeit sich zu dem Thema geäußert hat, so weißt du, dafür auch gebüßt hat und sich da gerade und stark gemacht hat. So. Und deswegen fühle ich mich zudem, er ist eigentlich der einzige Bruder aus der Szene von damals, wo ich noch so eine richtige Verbindung fühle und auch sowas wie eine echte Freundschaft, kann man sagen. Ist zwar keine, also wir sehen uns nicht regelmäßig oder so, aber ich fühle mich verbunden mit dem Bruder, sagen wir es mal so. Und deswegen wird er von mir auch immer unterstützt und wenn er irgendwas braucht, ist immer Liebe am Start. Hier in der Love Gang ist Kianisch auf jeden Fall immer willkommen und ich hoffe, der macht so weiter mit seinem Content und mit, vor allen Dingen hoffe ich, dass er der Mensch bleibt, der er ist, so. Weil ich finde es wichtig, dass es solche Leute gibt in der Szene, so. Die einfach auch unangenehme Themen ansprechen, die sich stark machen für die Gesellschaft, für die Menschen und ein gutes Herz haben. Das gibt es zu wenig. Die meisten Leute in unserer Welt, Entertainment-Branche, YouTube, Hip-Hop, dies, das, stellen andere Sachen, also andere Dinge haben da Priorität, Fame, Geld, Vorankommen, diese ganzen Sachen. Die anderen, diese Werte, Moral und diese ganzen Sachen kommen dann meistens erst unten drunter und deswegen, ja, Mann, Alter. Shoutouts gehen raus auf jeden Fall an Kianisch. I love you, man. So. Wir sehen uns im nächsten Video, meine lieben Freunde. Peace out, Gang. Und zum Glück ist es so, dass ich weiß, dass solche Videos auch nicht wirklich einen Effekt darauf haben werden, wie viel Erfolg jemand hat oder nicht oder wie jemand in der Öffentlichkeit angeguckt wird. Da sind ein paar Leute, die das halt jetzt einfach geil finden und sagen, ja, endlich macht mal einer ein Video über den, aber es hat keinen wirklichen Effekt und das beruhigt mich auch dann, weißt du? Weil guter Content wird sich immer verbreiten und herzensgute Menschen werden immer ein gewisses Publikum behalten, bin ich überzeugt von. Und es wird meiner Meinung nach in Zukunft auch noch mehr werden. Ich glaube, bewusste, echte Menschen, die wirklich trauen, sich authentisch zu sein, werden in Zukunft immer mehr gefragt sein. Ich schwör's dir. Das wird sich irgendwann switchen. Das wird irgendwann weggehen von diesem Hauptsache Entertainment NPC und irgendwann werden die Leute sich das richtig krass wünschen, authentische Charaktere zu sehen, weil die irgendwann in KIs YouTuber sich reinziehen werden und sich dann denken, fuck, ich will mal wieder irgendwas mit echter Seele, so mit echtem, wo was hintersteckt, so, weißt du?